gucken, wo sie uns jetzt hingebracht hat. Na, Rundstoffmais. Wo sich die Kamera immer so bescheiden dreht. Mhm. Ist ja auch süß. Eine Schildkröte mit Eispanzer, interessant. Nein. Was? Süß. Kannst du was mit dir machen? Willst du hier umdrehen? Kannst du helfen? Nein. Anderen Seite? Nee, kann ich nicht. Lass mal los. Will ich was machen? Hätte mich gewiss. Okay. Wir müssen hier das Baby bringen wahrscheinlich, ja? Hier drüben geht's wieder hoch. Ach, da! Da! Vielleicht kannst du sie mal hier bringen? Kriegst du sie hier hochgeschoben? Oben ist was, ich sehe noch nicht was. Das ist auch so ein kleines. Ah, hier, guck mal. Eine gute Teilfahrt bracht wieder mal. Ja. Noch jemand runtergefallen? Nein. Nein. Oh, hier rechts? Nee, könnte aber vielleicht noch eine fehlen. Oder? Bist du zufrieden? Ich hätte jetzt sonst gesagt, dass ganz rechts noch eine Schildkröte fehlt. Da höre ich noch was schreien. Weiter geht's noch. Ja, geht's noch mal nach oben. Vielleicht kannst du mir da eine Räuberleiter geben. Hier. Da siehst du. Ach, da! Muss mir hier Räuberleiter geben? Ja. Atta. Nein. Hier ist doch noch was. Ah, da. Hier. Auch richtig gehört. Ja. Atta. Darf nicht zum. Die ist aber schwer. Siehst du, wir hätten doch beide anheben können. Nee, ging vor nicht. Jetzt weiß ich bestimmt. Nummer 3 da. Ja, na bitte. Ah, siehst du. Ich bin so glücklich. Süß. Denke ich hin. Ach, da baut sie uns jetzt wahrscheinlich eine Brücke, ne? Ich? Baut uns keine Brücke. Dann halt nicht. Achtung! Bitte? Irgendwas mit Auto hat sie gerade gesagt. Otter! Jetzt ein Otter. Wahrscheinlich jetzt so. Hätte man auch machen können, ohne der Schildkröte zu helfen. Wir sind aber nett. Ja. Und die Schildkröte war süß. Ja. Ist jemand eingefroren? Und das sieht von dieser Pose gerade sehr, sehr komisch aus. Buna. Demabo, Malia. Ach, jetzt blutet er doch schon. Na klar. Wusste ich doch. Ich wollte eigentlich nur den Baum hier umstoßen. Demabo, Malia. Geh doch weg. Ich auch mal mit dir flirten. Ete, ona, ihr. Ja.
Vielleicht müssen wir erstmal hier hoch. Die Säge holen. Hier oben erst noch was? Noch was irgendwie? Nur Erfrorenes. Dann gehen wir da runter. Die könnte ruhig mal mithelfen, oder? Ist jetzt schon so. Die Schnittkante dran. Mädel, ich will ja nicht sagen, dass du so ein bisschen im Weg stehst. Ja, nicht nur bei mir. Du wackelst die ganze Zeit im Arsch über den eiskalten Felsen. Ich weiß auch nicht, ob das geil ist. Oi. Oi. Ist halt eine coole Sau, ich meine. Mir war so warm am Hintern. Mhm. Hat sie sich schon so heiß gemacht? Ach nee. Bei ihr ist? Geschwister und Liebe so, du weißt. Mhm. Eine Stadt? Die haben von dem Schlachtfeld da oben nichts mitbekommen. Ganze Stadt erfroren? Belagerung der Stadt. Muss das für ein Schneesturm gewesen sein? Ja. Ach da. Der Hebel bestimmt so. Nee. Gesundheit. Danke. Will die sie jetzt dich sich? Ja. Sie ist Katapult dort runter, die will gelaufen, geschlossen werden. Wo sie will, dass wir was reinlegen. Gut. Nein, sie lädt sich. Tschüss. Das lässt sie uns aber bestimmt rein. Nee, ach nee, ich muss rein. Tschüss. Ist die Stadt gefroren? Miezekatze. Das klingt jetzt aber wirklich wie Drachen oder so. Aber es ist eher. Könnte aber auch ein Troll sein, wieder. Könnte auch sein, aber es ist unsichtbar. Das heißt, wir müssen es erstmal sichtbar machen, bestimmt. Ja! Dia! Er rennt nur der Frau hinterher, hat keine Augen mehr für seinen Bruder. Was soll ich denn machen? Buna! Otai! Ja! Ja! Jetzt nervt mich. Ja! Ja! Natürlich! Alter! Da! Da! Alter, was ist das für eine Frau? Frag ich mich auch gerade. Eine interessante Partnerin ausgesucht. Ah, okay. Ich check's. Thank you.
Ich habe durch Zufall gedrückt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Genau, das ist eine Figur. Ich rede mal mit der. Ich habe den noch nie kommen sehen. Gaia? Da! Wo bringt sie uns jetzt hin? Ah, da kommen wir auf die Gelände. Wir müssen uns wieder verstecken. Jetzt hätte ich mal hinter dem anderen Fall. Das Spiel ist anspruchsvoller, wenn du wirklich mit einem, wenn einer mal bei beide alleine stirbt. Ja. Und dann ist es komplizierter. Dia! Otai! Ich wollte auch mal wieder mit dem Grund spucken, habe ich lange nicht mehr gemacht. Wolltest du das, ja? Ach, nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube, er hat uns hinbekommen. Upsi. Gott. Nee, hat sich bestimmt nur einen Fuß verstaucht. Die anderen Troller, die das die ganze Zeit runtergesprungen sind, das ohne Probleme. Oh. Damit fertig. Hat aber schnell gefunktioniert, euch beide, ne? Nee. Also, ich bin da nicht so Fan von. Sieht aber anders aus. Ich kann nichts dafür. Ja, du bist ja so anziehend, selbst Frauen stehen auf dich. Buh. Mein großer Bruder ist verliebt. Oh, hier kommt eine Bank. Hier kommt eine Bank. Wo ist die Bank? Ich will eine Bank. Oh, ihre Liebeshöhle. Naja. Tia Lila. Da home. Da. Na, Tia Ma. Ila Naja. Geh da nicht rein, komm. Ich halte das für auch keine gute Idee. Meinst du, weil sie so sehr stark ist? Ja. Was sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Mhm. Und sie hat halt einfach mal so jemand Wildfremdes abknutscht. Ich fand es jetzt eher, wie sie den Stein da weggeschoben hat. So, rums. Und sie hat sehr lange Finger. Und die sehen mumifiziert aus. Ja, irgendwie so spinnenmäßig, ne? Oh, das ist so Spinner, ja. Sag ich doch. Spinnenlady. Machst du Licht bitte wieder an? Dunkel. Yeah. Und du stehst ja auf ein interessanter Frauen. Ich stehe ja nicht auf sie. Der Charakter tut es. Ja, du steuerst sie. Rechts. Links. Rechts.
Natürlich. Komm ich jetzt ran? Wahrscheinlich über das Bein. Ja, da kannst du was machen. Reiß das Bein raus. Wahrscheinlich darfst du das jetzt immer wieder machen. Nicht im Schatten, nicht im Schatten von der Spinne sein. Du warst im Schatten. Ja gut, ich wusste ja nicht, dass die direkt so drauf klatscht. Jagd auf dich, ne? Ja. Da kann ich auch einfach hier stehen bleiben. Die hat dich halt echt zum Fressen gern, muss ich schon sagen. Das ist ja wunderschön. Wo denn? Von vorne vielleicht? Jetzt ging's. War nicht genug Schwung. Ja, mit Schwung von hinten, ich verstehe. Oh, sie kann nicht mehr so. Rennt aber voll weg, ne? Jetzt. Oder Herz. Bestimmt noch giftig. So wie ich aussehe, ja. Du läufst mit Blut an. Jetzt nicht nur, weil du aufgepasst hast, kommt unser Vater. Wadi. Tarida. Ich habe das schon, keine Sorge. Ich bin hart am Nehmen. Jetzt bricht er, genau, jetzt bricht nur zufälligerweise ihre Höhle zusammen. Wann bist du blau? Du redest vom Zustand, hä? Nee, ich meine, schau dir meine Beine, Hüfte an. Das sind für mich eher die Klamotten. Das sind die Klamotten? Du hast doch nichts Blaues an. Natürlich war ich jetzt die ganze Zeit blau gekleidet. Aber deine Beine waren noch nicht blau. Ich hatte eine lange Hose an. Komm, Baumarm. Vielleicht kannst du da auch geholfen werden. Du kannst geholfen werden. Toller Deutsch. Guck dir das Bein an.
Ist noch voll blau. Naja. Herzlich willkommen bei Avatar. Das war gerade mein Gedanke, ja. Bei Awa. Und er ist blau. Ne. Es passt. Oh, da ist eine Tür drin. Oh, so ein schönes Loch drinne. Ja, ich soll eine Blume bringen. Den Saft holen. Ja, ich bin unterwegs. Ich mach's. Komisch. Halt durch, Bruderherz. Halt durch. Gut, dann kannst du ja jetzt erstmal alleine. Yay. Was für ein schöner Baum. Und so viel zum Thema Höhenangst. Hm? Aber komm, verschiedene Höhen hatten wir ja vorhin schon die ganze Zeit. Ne? Aber wenn ich sehe, wo du da unten sitzt. Und noch höher. Wäre wahrscheinlich nicht unten eine Blüte gewesen, ne? Nö. Ein Nest. Das hat uns ja der Priester, glaube ich, gesagt, ne? Oben im Baum, oder Baumkrone. Mach voll. Mach richtig voll für dich und deinen Bruder und deinen Vater. Und zurück. Da sind wir. Muss ich selbst stören? Denk mal schon. Ah, das ging flott. Müsste ich mal hinkommen. Gib es ihm, flöße sie ein. Naja!
Das Gift hat sehr, sehr stark gewirkt. Oh, das denkt er nur. Unverdient. Wir haben gemeinsam so viele Leben gerettet. Beleidigst ihn direkt hier, okay.